Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Die Traumwerkstatt. Zunächst einmal möchte ich euch natürlich auch nochmal ein wundervolles neues Jahr 2023 wünschen. Ja, die Zeit ist wieder so schnell vergangen, das Jahr war zu Ende, das Neue ist gekommen. Häufig nimmt man sich dann ja die Zeit für einen Jahresrückblick und ja, das habe ich ehrlich gesagt eher nur kurz gemacht. Ich war doch sehr damit beschäftigt, zu schauen, was an Neuem ich dieses Jahr gerne noch umsetzen möchte. Und ja, so habe ich mir schon einige Sachen aufgeschrieben und versuche sie jetzt schon in die Umsetzung zu bringen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du kannst es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Einige von euch kennen vielleicht die Rauhnächte, ob ihr daran teilnehmt, ob ihr euch überhaupt Ziele setzt fürs neue Jahr oder ob ihr vielleicht sogar auch euch Sachen vorgenommen habt, zum Beispiel mehr Sport treiben oder gesünder leben. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. In dem heutigen Video soll es wieder mal um eure Fragen gehen. Und zwar werde ich sehr, sehr häufig gefragt, ob es nicht Nachteile bzw. Herausforderungen hier in Schweden gibt. Also ich lebe ja hier in Schweden auf einem 4-Hektar-Hof mit meiner kleinen Familie und unseren Tieren. Und ja, da kann ich nur zu sagen, natürlich gibt es hier eine Menge Herausforderungen, aber ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Sichtweise an und darum soll es heute in diesem Video gehen. Also bleibt gerne dran. Ja, meistens seht ihr ja von mir solche Videos, zumindest im Winter, weil ich einfach auch wirklich den Schnee liebe. Aber ja, dieser Schnee kann natürlich auch eine Menge Nachteile haben. Und das seht ihr jetzt hier. Und zwar habe ich mal meinen Weg zum Kindergarten gefilmt, wenn ich die Kinder morgens wegfahre. Und es ist durchaus nicht so, dass sofort hier immer geräumt wird. Ihr seht also die verschiedenen Straßen. Das hier ist jetzt die Straße in unserem Dorf sozusagen. Also ich fahre jetzt gerade raus. Da muss ich durch ein kleines Waldstück und komme dann gleich auf die Hauptstraße. Also man sieht, die Dorfstraße wurde nicht geräumt. Es dauert meistens tatsächlich 1 bis 2 Tage, bis der Bauer schiebt. Ja, und bis dahin muss man dann eben schauen, da kann man dann nur hoffen, dass es nicht ganz so stark geschneit hat. Das Problem, was wir jetzt generell haben, ist, dass sich hier ständig diese Wetter, ja, das Wetter ändert. Das heißt, wir haben also mal minus 10 Grad, dann haben wir wieder plus 5 Grad. So dass es unter dem Schnee jetzt gefroren ist, weil der Boden durchgefroren ist. Es hatte die Tage davor getaut, dann gab es wieder Minusgrade und dann hat es halt angefangen zu schneien, sodass also unter der Schneedecke es ziemlich glatt ist. So, jetzt biege ich auf die Hauptstraße ein. Wie man sieht, sieht es erstmal geräumt aus, was sicherlich auch gemacht wurde, aber es war trotzdem extrem glatt. Denn es wird zwar Salz gestreut, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das relativ schnell wieder anfriert. Und man muss dazu sagen, auf der Straße darf man so ungefähr 80, nicht ungefähr, man darf 80 fahren. Ich bin da jetzt mit 40 gefahren, um mal so das Verhältnis zu sehen. So, hier fahre ich jetzt auf eine Kreuzung zu. Hier beginnt dann gleich der nächste Ort, wo man erkennen kann, dass hier die Straße doch etwas freier ist.
Also nach links weg nicht, da wird es scheinbar auch nicht geschoben. Aber jetzt hier, wo ich jetzt nach rechts abbiege, werden die Straßenverhältnisse gleich besser. Ja, hier sieht man wieder die Straße, die zu uns ins Dorf hineinführt, diesmal von der anderen Seite. Und ja, hier gehe ich meistens mit den Hunden dann noch spazieren und bin dann von hinten ins Dorf gefahren und dann auch mal direkt an einem ja, kleinen Hügel mehr oder weniger kurz stecken geblieben. Ja, also das ist so ein ganz kleiner Hügel, also Berg kann man das jetzt nicht nennen. Man sieht es jetzt auch nicht so richtig im Video. Geht halt ein bisschen nach oben und ich bin da dann hochgefahren. Wie gesagt, es war immer noch nicht gestreut oder geschoben. Und ja, dadurch, dass eben unter dem Schnee gefroren war, bin ich hier oben, Gott sei Dank schon oben, irgendwie stecken geblieben. Ja, ich habe dann versucht, einige Male vor und zurück zu fahren. Und ja, Gott sei Dank, nach ein paar Manövern bin ich dann doch irgendwie aus dieser Spur wieder rausgekommen. Man muss jetzt auch noch aufpassen, dass man nach links nicht in den Graben reinkommt, weil bei uns gerade im Dorf Fieber, Glasfaser gebuddelt wurde. Und da hat sich schon die Post letztens festgefahren, weil das eben nicht festgemacht wurde oder fest angedrückt wurde. Und ja, wie man sieht, bin ich dann wieder rausgekommen und war froh, als ich unser Haus erreicht hatte. Ja, einen Tag später sah es dann so aus, wir hatten Schneesturm. Und ich war ziemlich froh, dass wir einen Feiertag hatten und das Wochenende vor der Tür stand und wir nicht mit dem Auto irgendwo hin mussten. Ja, denn es schneite wirklich den ganzen Tag und es war ziemlich unangenehm. Ja, tags drauf fing es direkt an, wieder zu tauen. Und ja, also zwischen diesen Bildern, die ich gleich zeige, also so wie es jetzt aktuell aussieht, wir haben im Moment keinen Schnee mehr, liegen ungefähr 3 Tage. Und so spielt sich der Winter derzeit hier in Südschweden öfters ab, dass wir 1, 2, 3 Tage Schnee haben. Dann taut sofort wieder, dann friert es wieder an, dann sind die Straßen vereist. Ja, es ist natürlich dann auch sehr schlammig, sehr matschig.
Wir mussten jetzt schon Sägespäne auf dem Hof verteilen, damit wir überhaupt noch zu den Hühnern kommen, ohne irgendwie ständig auszurutschen. Ja, und das ist eben auch der Nachteil eben von diesem Wetter. Ja, und was für den einen freut, ist für den anderen Leid und umgekehrt. Denn ja, im Schnee gehen unsere Hühner nicht raus. Und die sind natürlich wahnsinnig froh, wenn sie dann mal wieder ganz raus können. Und hier sieht man, dass sie sich vor dem Regen in der Garage versteckt haben. Ja, so sehen die Straßen dann im Tauprozess aus. Und was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass alles immer Vor- und Nachteile hat. Es hat einfach nur was damit zu tun, wie ich darauf schaue. Wenn ich natürlich im Urlaub bin und habe natürlich Schnee und ich kann die ganze Zeit im Wald gehen, Schlitten fahren, Skifahren, was auch immer, dann ist es wunderbar und wunderschön, so einen Winter zu haben. Wenn man aber, so wie wir, eben auch seinen Alltag bewältigen muss, dann ist das eben eine Herausforderung. Aber das eine gibt es eben ohne das andere nicht. Das heißt also, wenn ich Schnee habe, habe ich irgendwann auch wieder Regen oder Matsch oder jetzt auch Überflutungen im Wald, weil die Wassermassen nicht so schnell weg können, dann haben wir wieder gefrorenes Eis. Und genauso ist es im Übrigen auch mit all den anderen Dingen. Ja, wie ihr seht, es gibt meistens das eine nicht ohne das andere. Wir leben nun mal in einer Dualität. Und wichtig ist halt nur, dass du deinen Fokus auf die Dinge setzt, die dir gefallen. Denn, ja, wie eben schon vorgestellt, das eine kann oftmals ohne das andere nicht funktionieren. Es gibt eben immer Tag und Nacht. Und genauso gibt es Sommer und Winter. Und es gibt Dinge, die können wir nicht verändern, wie zum Beispiel das Wetter. Wir können uns aber verändern. Wir können unseren Blick auf die Dinge verändern oder im anderen Fall können wir natürlich auch unseren Wohnort ändern. Ja, wenn mir also dieses Wetter sowas von auf den Strich geht, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, irgendwo hinzuziehen, wo ich das Wetter vielleicht eher bekomme, was ich mir vorstelle. Nur die Frage ist dann ja wieder, ob die anderen Punkte passen. Ja, deswegen mein Tipp, schaut, was ist eure Priorität, was ist euch wirklich wichtig und mit welchen Dingen könnt ihr einfach leben. Und dann schaut einfach, wie ihr das am besten zusammenbringen könnt. Und um nochmal auf die Frage einzugehen, natürlich gibt es hier Herausforderungen, jede Menge, jeden Tag. Das fängt mit der Sprache an. Und hört eben, wie im Video schon gezeigt, mit den Straßenverhältnissen auf. Nur, es muss letztlich unterm Strich trotzdem so sein, dass du dich wohlfühlst und dass du zufrieden bist. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall für dieses Jahr.